Ich werde gleich kurz vorstellen, wie wir es bei uns in der Vorlesung einsetzen, da wo es herkommt. Ich werde ein bisschen vorstellen, worauf wir Wert legen bei der Entwicklung, dass es einfach ist, dass es für Schulen vor allem auch wirklich sehr gut einsetzbar ist. Und am Ende ein bisschen Ausblick geben, wie man so richtig ins Eingemachte gehen kann, wenn man alles aus den Sensoren rausholen möchte und es mit anderen Projekten verheiraten möchte. Also erstmal grundsätzlich, worum geht's? Für den kleinen Block, der da hinten aufgezeigt hat, eben. Wir nutzen die Sensoren, die in unseren Smartphones vorhanden sind, für Physikexperimente. Teilweise nicht nur Physik, aber die Physik ist erstmal sehr naheliegend bei den Sachen, die wir da so eigentlich im Smartphone mit uns rumtragen. Beschleunigungssensor, Gyroskop, Barometer, Mikrofon, das klingt ja erstmal direkt alles nach Physik, sogar konkreter ist es auch in der Physik sehr in der Mechanik verortet. Warum machen wir das? Erstmal das Offensichtliche, was wahrscheinlich auch zum Erfolg beigetragen hat. Man kriegt eine gewisse Motivation durch den Einsatz des eigenen Geräts. Eigenes Gerät trifft es nicht ganz, weil wenn die Schüler alle zu Hause einen Multimeter hätten, würden die trotzdem nicht begeistert am Physikunterricht sitzen, nur weil sie das mitbringen dürfen, um irgendwas zu messen. Es geht halt eher konkret um dieses bekannte Gerät, das Smartphone. Nicht, dass deswegen der Physikunterricht interessanter wird, aber es ist ein absolutes Novum. Wenn der Lehrer dann da steht und sein iPhone in eine Salatschleuder steckt und anfängt zu kurbeln, dann hat man 5 Minuten mal die Aufmerksamkeit der Schüler und das ist was wert. Ja? Der Aspekt nutzt sich natürlich mit der Zeit ab. Grundsätzlich haben wir auf jeden Fall noch die Vorteile, dass wir Experimente mit Messwerterfassung machen können, die günstig sind, für die wir keine Anschaffungskosten haben. Es ist toll für Demonstrationsversuche dann entsprechend in der Form auch. Es ist aber auch super für Projektarbeiten, Facharbeiten, Abschlussarbeiten, AGs und sowas, wo halt Schüler sich in Projekten oder Jugend forscht austoben können, ohne dass sie ein bestimmtes Messgerät extra kaufen müssen, weil sie einfach eine Messgröße noch zur Verfügung haben. Und der vierte Punkt auf der Folie ist der, wo wir herkommen, was ich eben meinte in der Vorlesung, und zwar, dass man in großen Gruppen experimentieren kann. Tatsächlich unsere Motivation war, als mein Chef, also ein Festkörperphysiker in dem Fall eben, der Herr Stampfer, das erste Mal die Experimentalphysik 1 lesen sollte. Das ist eine Vorlesung, die sieht ungefähr so aus. Wir haben inzwischen einen schicken neuen Hörsaal, abgesehen davon war es dieses Jahr genau das gleiche. Dieses Jahr hat man 370 Anmeldungen, da sitzen also über 300 Studierende in dem Hörsaal. Eine Veranstaltung, die Experimentalphysik 1 heißt. Und experimentieren tut da nur einer, das ist der Prof. Und die Studierenden sitzen da und konsumieren das so ähnlich, wie die ein YouTube-Video konsumieren würden und sind, sagen wir mal, angemessen unterhalten, wenn es mal schief läuft. Ja? Und das wollte man ein bisschen ändern, dass die eben selbst experimentieren können. Und da können wir nicht 300 Multimeter austeilen oder irgendwas in der Art, sondern da war eben dann die Idee, angelehnt an Sachen, die wir da auch schon mal gesehen hatten, eben, dass wir eine App basteln für die Studierenden. Das war wirklich eher das Projekt für uns selbst so ein bisschen gedacht, mit dem die experimentieren können. Und da möchte ich einmal direkt ein Beispiel geben, wie das aussehen kann, damit wir alle wirklich eine Vorstellung davon haben. Ich hatte gerade eben das iPhone hier erwähnt. Da gehe ich jetzt auf eine Ansicht, das ist eines der Features von VFox, da kann man relativ einfach einen Knopf drücken, dann läuft auf dem Handy ein Webserver und man kann einfach von einem Webbrowser, also mein Vortrag hier ist in einem einfachen Browser, ja, kann man darauf zugreifen, sich die Daten angucken und ich mache jetzt genau das, was ich eben angekündigt habe. Ich stecke das Smartphone in die Salatschleuder. Ziel der Sache ist, die Zentripetalbeschleunigung zu messen. Also welche radiale Beschleunigung haben wir, abhängig davon, wie schnell ich die Salatschleuder drehe. Und das können wir ziemlich direkt messen, einfach deswegen, weil wir in dem Smartphone einen Beschleunigungssensor haben, der gibt uns die radiale Beschleunigung und wir haben ein Gyroskop, das gibt uns die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, man kann auch schön instruktiv sehen, je schneller ich drehe, desto weiter rechts tauchen Punkte auf, also eskaliert jetzt noch ein bisschen mit, ne? Kann ich noch schneller werden. Die Punkte tauchen immer höher auf. Ich kann ganz gezielt sagen, ich drehe mal was langsamer und fülle die Lücke, die hier entstanden ist, wo ich zu schnell vorbeigefahren bin. Ein bisschen oben können wir noch ein paar Datenpunkte holen. Ja, so, da. Und wir können da unten auch noch die Lücke füllen, indem ich ganz langsam drehe und wir da ein paar Datenpunkte holen. Und die Physiker sollten jetzt eigentlich schon vor Begeisterung jubeln, weil was man erwartet für die Zentripetalbeschleunigung ist, dass die Beschleunigung eben quadratisch mit der Winkelgeschwindigkeit anwächst und das sieht man hier hervorragend. Also tatsächlich bei uns, auch für die Vorlesung, die RWTH hat eine tolle Sammlung von Experimenten, da will ich mich gar nicht beschweren, also für die Vorlesung, haben wir keinen Versuch, der so einfach diesen Zusammenhang zeigt. Wir können es auch noch direkt quadratisch auftragen, dann sieht man jetzt recht den quadratischen Zusammenhang. Das Ding ist halt wirklich wie mit einem Lineal gezogen, das ist ein Lehrbuchergebnis. Und wie wir es in der Vorlesung einsetzen, ist dann im Rahmen der Übungsaufgaben, dass wir den Studierenden sagen, okay, als Hausaufgabe, also mit den vorlesungsbegleitenden Übungen, sollen die jetzt selbst einfach mal dieses Experiment umsetzen, auf die eigene Art und Weise. Und die haben noch einen Bonuspunkt bekommen dafür, dass sie uns ein Video davon schicken. Das ist von diesem Jahr, also das sind die ganzen Videos, die uns eingereicht haben. Genau, also eine Erkenntnis, Studierende haben keinen Salatschleudern, okay, das hätte man sich denken können. Das andere ist aber, wir haben
Zu dem Experiment sind es, glaube ich, 80 gewesen, bei dem anderen Experiment sind es über 100 Einsendungen gewesen. Die haben in Gruppen von 2 bis 3 Studierenden gearbeitet. Es war eine freiwillige Aufgabe, wo es nur einen Bonuspunkt für gab. Und die sind halt wirklich rausgegangen auf Spielplätze zu ihren Fahrrädern, zu Bürostühlen und sowas und haben geguckt, wo kann ich dieses Experiment durchführen. Und haben auch noch in der Regel für diesen einen Bonuspunkt uns ein Video geschickt. Ne? Also das war halt dann entsprechend, hat auch bei uns gewisse Begeisterung ausgelöst, dass das wirklich wunderbar funktioniert. Ein anderes Beispiel, was ich zeigen möchte, wo wirklich dann noch so ein wichtiger Mehrwert generiert wird, dass wirklich Experimente gemacht werden, ist, dass wir teilweise Experimente vor der Theorie vorwegnehmen. Das heißt, wir geben Experimente auf, in dem Fall ein Fadenpendel mit relativ konkreter Anleitung, deswegen sehen die in Videos sehr ähnlich aus. Und zwar zum Zeitpunkt, wo wir das Fadenpendel noch nicht in der Vorlesung behandelt haben. Das heißt, sofern die jetzt nicht aus der Schule wahrscheinlich gewisses Vorwissen auch mitbringen, sollten die erstmal gar nicht wissen, was die erwarten. Sondern die sollen einfach das Pendel bauen, mit VFox die Frequenz ausmessen und dann in einem Online-Formular, was bei uns mit dem Skript verknüpft ist, sollen die eingeben für 3 verschiedene Pendel, wie lang war das Pendel und welche Frequenz hatte es. Und erst als wir die Daten gesammelt haben, haben wir in der Vorlesung dann wirklich die Theorie eingeführt. Also die Physiker wissen dann, Kleinwinkelnäherung, Differentialgleichung lösen, der ganze Quatsch, den man da machen muss. Und als wir die Theorie dann hatten, haben wir gesagt, okay, wir brauchen nicht auf der Bühne das Experiment vorzuführen, sondern ein Großteil im Hörsaal hat dieses Experiment selbst durchgeführt, uns die Daten übermittelt. Und das sind jetzt noch die von 2016, das sind noch die alten. Das Orange ist die Theorie, die wir gerade hergeleitet haben. Und die weißen Punkte sind die Daten der Studierenden. Und abgesehen vielleicht von den 3 Kandidaten hier, die wahrscheinlich theoretische Physiker werden, sieht man, dass die Datenpunkte hervorragend drauf liegen. Und das hat auch wirklich bei den Studierenden ordentlich Motivation gebracht, also zumindest von dem Feedback, was wir hatten. Das ist leider noch nicht jetzt wirklich irgendwie wissenschaftlich erhoben, wie die Wirkung davon ist, aber wir haben halt wirklich ziemliche Begeisterung geerntet, weil die halt wirklich Teil der Vorlesung wurden, trotz des riesen Hörsaals. Ja. Ich zeige dazu nachher auch noch, wenn wir dazu kommen, ein anderes Beispiel, wie es dieses Jahr sogar aussah. Da war es noch ein bisschen interaktiver, da haben wir es sogar live im Hörsaal gemacht. Grundsätzlich aber jetzt erstmal zu der App. Wir haben eigentlich vom Bedienkonzept her Wert darauf gelegt, dass es so niederschwellig wie möglich ist. Das heißt, eigentlich die komplette Konfiguration, die man für ein Experiment braucht, kann man mit einem Tipp erreichen. Das ist so auch die Idee, die, die vor allem, glaube ich, in Schulen dann auch sehr gewünscht ist. So sieht die App aus, wenn man sie aufruft. Dann hat man eine Liste von Konfigurationen. Oben startet es erstmal mit den Rohdaten. Ne? Also wenn man die Rohdaten braucht, auch die bekommt man letztendlich im Handy, also das ist der Beschleunigungssensor. Wenn ich jetzt hier wackel, ne, kommen Daten rein. Vor allem aber ist es so, dass wenn man zum Beispiel das Experiment für die Salatschleuder machen möchte oder die Zentripetalbeschleunigung, wählt man aus dem Menü die entsprechende Konfiguration aus, tippt die an und hat eben genau die Ansicht, die wir gerade eben hatten, nämlich dass auf der X-Achse die Winkelgeschwindigkeit aufgetragen wird, auf der Y-Achse die Beschleunigung, dass eine Mittelung stattfindet in einem sinnvollen Zeitraum, damit die Daten nicht zu sehr rauschen. Eben alles, was man braucht, sodass ein Schüler halt direkt einfach das Ding antippen und loslegen kann. Ja. Anderes Beispiel dafür ist ein Experiment, was wir gerne machen, eine Messung im Fahrstuhl. Da gehen die Schüler einfach in den Aufzug, nutzen das Barometer vom Smartphone, um einen Höhenunterschied zu messen. Daraus leiten wir direkt noch eine Geschwindigkeit ab und der Beschleunigungssensor gibt uns die Beschleunigung. Das heißt, die tippen in dem Menü einmal Aufzug an, stellen sich hin, wählen die höchste Etage und fahren los. Und was die dann haben, ist ein AT, VT und ST-Diagramm. Und zwar in Echtzeit. Das heißt, ich stehe im Aufzug, der fährt jetzt los, die spüren die Beschleunigung und sehen, während die spüren, wie diese Beschleunigung aufgetragen wird. Die merken, die Beschleunigung ist weg, weil der Aufzug fährt jetzt. Die Beschleunigung geht eben auch auf Null. Die wissen, der Aufzug fährt, wir haben eine bestimmte Geschwindigkeit und die wissen auch, was für eine Bewegung so ein Fahrstuhl macht. Ja? Also wir bewegen uns nach oben, sieht man im ST-Diagramm. Am Ende spüren die, wie gebremst wird, Beschleunigung ist negativ, Geschwindigkeit fällt auf Null ab und ohne dass die viel einstellen mussten, ohne dass man jetzt irgendwo was nach Excel exportieren und irgendwie analysieren muss, haben die wirklich zu einem Vorgang, der für die selbstverständlich ist, eben im Alltag, ein Fahrstuhl, ein ST, VT und AT-Diagramm in der Zeit bekommen, in der sie sich so entsprechend bewegt haben. Und das ist eben so vom Konzept her die Idee, dass man diese ganzen Konfigurationen eben einfach auswählt und nicht eine App starten muss, wo man erstmal wirklich Sensoren den Achsen zuordnen muss und irgendwelche Einstellungen machen muss. Die fortschrittlicheren Funktionen, die man vielleicht mal braucht, sind dann entsprechend untergeordnet. Das heißt, man kann diese Graphen auch antippen und dann ist das hier, ja, also hier ist jetzt ein Livestream vom Video, aber es ist auch selbst da relativ flüssig. Wer die App mal benutzt hat oder es ausprobieren möchte, wird feststellen, wir können unheimlich flüssig in diesen Graphen zoomen. Teilweise geben die Beschleunigungssensoren, okay, der hier gibt 100 Werte pro Sekunde, der andere gibt 400 Werte pro Sekunde auf diesem Smartphone.
Und nach ein paar Sekunden hat man mehrere tausend Werte und man kann trotzdem, wie selbstverständlich, hier drin reinzoomen, also wirklich die Details sich angucken, Punkte auswählen, Differenzen von Punkten ablesen und das alles ja, relativ bequem innen drin. Das ist nicht selbstverständlich, wer andere Apps mal in der Art ausprobiert hat, will ich keinen Namen nennen, aber bei vielen ist es so, man zoomt rein, es ruckelt die Achsen ein bisschen vor sich hin und wenn man loslässt, wird dann der Graph neu gezeichnet und das, weil gerade mal 100 Punkte drin sind. Ja. Hinzu kommt dann allerdings noch, dass wir uns auch nicht darauf beschränken wollen, dass man eben die 4, 5 vorgefertigten Experimente macht, die wir da haben. Also ich meine, das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt was ganz Bestimmtes machen möchte, entweder weil wir das Experiment noch nicht drin hätten, also Salatschleuder gab es noch nicht für uns zum Beispiel, oder neulich hat mich jemand per E-Mail gefragt, er wollte mit dem Fahrrad erproben, welche Qualität die Fahrradwege haben und er wollte die Beschleunigung über GPS-Koordinaten aufgetragen haben. Und solche Sachen kann man sehr einfach umsetzen, weil die noch fortschrittlicheren Konfigurationen, also wo man wirklich diese Sachen macht, inklusive Datenauswertung, alle Details, kann man in externen Werkzeugen umsetzen und dann, das kann ich direkt auf der nächsten Folie zeigen, Moment, kommt gleich auf der Folie, und diese dann einbinden, also dann ist zum Beispiel hier so ein Eintrag mehr, Statistik des Beschleunigungssensors, das ist was Spezielles für unsere Vorlesung gewesen. Da ging es darum, dass man halt die Fehlerstatistik vom Rauschen des Sensors sich anguckt. Da bekommen die Studierenden einfach die Z-Komponente vom Beschleunigungssensor gezeigt und unten wird es in einem Histogramm aufgetragen und die sehen dann eben Standardabweichung, Normalverteilung und so weiter. Das ist natürlich viel höher, als die meisten unserer Nutzer brauchen, deswegen haben wir es nicht in die App eingebaut, sondern die Studis müssen dafür im Grunde einfach nur einen QR-Code scannen und können das dann eben in ihre App, in ihre VFox-Version übernehmen. Wie man das machen kann oder wie man noch komplexere Sachen machen kann, ist halt, ja, sagen wir erstmal salopp gesagt, man kann entweder eine eigene App schreiben, wenn man irgendwie noch was mehr mit den Sensoren machen möchte, oder man kann eben einfach VFox nutzen. Und dazu direkt hier an der Stelle der wichtige kleine Werbeblock. VFox ist kostenlos, für Android und iOS verfügbar. Also wirklich Android 4 Geräte, also inzwischen auch wirklich alt genug. iOS ab Version 8, ist auch inzwischen alt genug. Und wenn ich sage, dass es kostenlos ist, meine ich damit sogar, es ist wirklich eine richtig freie App. Das heißt, der Quellcode liegt offen, jeder kann drin rumfrümmeln. Es ist auch entsprechend für die Leute, die sich da ein bisschen auseinandersetzen und wirklich über den Quellcode gehen möchten, über F-Droid verfügbar. Und entsprechend möchte ich die App wirklich sehr nahelegen für alle Sachen, die Sie irgendwie umsetzen möchten mit Projekten, die vielleicht nur im Smartphone selbst stattfinden. Dafür haben wir eigentlich drei Schnittstellen. Das eine ist, was ich gerade sagte, für eigene Experimente, wie diese Beschleunigungsstatistik. Dafür haben wir einen Editor auf unserer Webseite, der sieht ungefähr so aus. Man gibt ein Eingangsmodul vor, das ist ein bestimmter Sensor dann zum Beispiel. Man gibt Mathe-Module vor, hier ist jetzt einfach eine Addition, die wird dann verknüpft. Das geht aber auch über Multiplikation, Autokorrelation, Fourier-Transformation, also Sie können es da richtig austoben. Auch bedingte Sachen sind da möglich. Und auf der anderen Seite kommt hinten ein Graph, mit dem man das verknüpft, wo eben die Daten geplottet werden können. Und dahinter steckt letztendlich ein eigenes Dateiformat, mit dem es definiert ist, also diese einzelnen Formate. Also das heißt, wirklich alles, was man in der App irgendwo finden kann, ist auf die Art und Weise definiert und kann von Ihnen im Editor geladen und verändert werden. Oder die Leute, die keine Angst haben, es mit XML ein bisschen die Finger schmutzig zu machen, können so richtig tief einsteigen. Und dann am Ende generiert man so einen QR-Code, der wird in der App abgescannt und dann hat man eben, wenn man es abgescannt hat, einen Eintrag wie dieses Statistik des Beschleunigungssensors oder auch viele andere Dinge. Also zum Beispiel, was auch möglich ist, eine der niederschwelligsten Experimente für die Schule ist bei uns die akustische Stoppuhr. Ich kann einmal ganz schnell die Funktion demonstrieren. Man drückt auf Start, macht ein Geräusch, macht ein zweites Geräusch, die Uhr stoppt wieder und man kann wirklich auf Millisekunden genau, also das ist nicht Mumpitz, wir haben 48.000 Werte pro Sekunde über das Mikrofon, also rein theoretisch, wenn Schallwellen das hergeben würden, wären 21 Mikrosekunden drin, kann man so gut aufgelöst Experimente durchführen. Das ist so das Niederschwelligste, was wir haben und die komplette Funktionalität steckt auf die Weise drin, wie das in dem Editor ist und Sie können das Ding öffnen, anpassen und das Experiment daraus machen, was Sie brauchen. Das heißt, die Idee ist halt wirklich, dass Lehrkräfte für ihre Schüler die Konfiguration vorbereiten und die am Ende entweder einen Tipp nur machen müssen oder einen QR-Code scannen müssen. Für noch komplexere Sachen haben wir inzwischen eine Netzwerkschnittstelle. Da haben wir ein Beispiel, das ist jetzt sogar schon ein bisschen alt. Da habe ich einen Synthesizer über das Verkippen vom Smartphone gesteuert. Was dahinter steckt ist, was hier so runterrattert, ist ein Python-Skript,
welches einfach über die Netzwerkschnittstelle, die ich eben auch genutzt habe, um diese Large-Schleuder auf den Bildschirm zu bringen, die aktuellen Messwerte auslesen kann und die kann man in Projekten verwenden. Ja, also das ist jetzt das andere Spektrum. Das ist für die Leute, die so richtig ein komplexes Projekt im Kopf haben und sich denken, ich will jetzt die Sensoren vom Smartphone nutzen, kann man mit VFog super bequem machen, haben wir Beispiele für. Anderes Beispiel für Netzwerkschnittstellen ist das diesjährige Pendel-Experiment. Da haben wir es nämlich so gemacht, dass wir es live in der Vorlesung gemacht haben, und zwar kurz vor Weihnachten. Das heißt, die Studierenden haben alle eine Feder bekommen, eine Tüte, da durften die ihr Smartphone dann reinstecken. Die haben zusätzlich noch eine Tafel Schokolade bekommen, um die Masse des Pendels zu variieren. Ja, also es war bei den Studis gut angekommen, es war nicht ganz einfach, Schokolade zu kaufen. Also Plutonium als Massenvariation wäre wahrscheinlich einfach an der Hochschule zu besorgen. Also es hat eine Sondersitzung in der Drittmittelabteilung gegeben, da hat man Schokolade bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir alles hinbekommen und was dann in der Vorlesung passiert ist, ist, dass vorne auf dem Beamer, also es ist ein bisschen irritierend, das ist ein Foto gerade von der Leinwand vorne, in Echtzeit die Daten angezeigt wurden und die Studierenden eben ihre Pendel variiert haben, verschiedene Massen gemacht haben und die sahen dann halt, während die gependelt haben, wie ihre Datenpunkte alle da oben gesammelt werden. Hier hat man ein bisschen Probleme, da sind ein paar Datenpunkte reingekommen, die wahrscheinlich noch nicht übermittelt werden sollten, aber im Großen und Ganzen kann man sowas mit dem Netzwerk machen. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und richtig viele Leute mit reinnehmen, indem man weltweite Experimente macht. Das haben wir zur Wintersonnenwende gemacht. Jeder schwarze Punkt ist ein Beitrag von einem VFox-Nutzer. Da hat man tatsächlich in Asien ziemlich viele Beiträge, in Australien leider keinen. Die hatten als Aufgabe, den Tag über ihr Smartphone auf die Sonne auszurichten. Und dann kann man über den Beschleunigungssensor den Winkel vom Smartphone bestimmen, über das Magnetometer als Kompass die Richtung, die man zeigt, und über GPS die Position. Die Daten haben die alle uns übermittelt und dann konnten wir den Verlauf der Sonne entsprechend über den Tag tracken, über alle Leute weltweit, die mitgemacht haben, und darüber die Neigung der Erdachse bestimmen, weil zur Wintersonnenwende bewegt sich die Sonne eben tatsächlich über diesen tiefsten Punkt an der Stelle. Andere Schnittstelle, noch mal was ganz anderes, die wir haben, ist eine Bluetooth-Schnittstelle. Über die ist es möglich, externe Sensoren einzubinden. Also hier ist ein Beispiel, das ist eine Entwicklerplattform von Texas Instruments, ist nicht für VFox entwickelt, das Ding, haben wir jetzt auch nicht so direkt irgendwas mit zu tun. Aber das ist eine Plattform, die halt alle möglichen Sensoren vom Smartphone hat, zum Beispiel auch einen Temperatursensor und einen Luftdrucksensor in dem Fall. Und die kann man einfach mit VFox über eine ganz allgemeine Schnittstelle auslesen. Theoretisch ist jedes Bluetooth Low Energy Gerät so nutzbar mit unserer Schnittstelle, solange man nicht irgendein ganz komplexes Protokoll irgendwie draufgesetzt hat. Auch das kann man über das Dateiformat, was jetzt hier an der Seite noch hinten wieder rauslauert, definieren und auf diese Weise beliebige Bluetooth-Geräte einbinden. Und das geht dann auch so weit, dass man halt eben entsprechend komplett eigene Geräte bauen kann. Das ist ein Demonstrator, weil ich von einem Festkörperinstitut komme, wo ein Graphen-Hall-Sensor mit VFox ausgelesen wird. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine Arduino-Bibliothek zu schreiben, in der man tatsächlich mit den paar Zeilen eben in dem Fall den Analogeingang vom Arduino auslesen und in VFox plotten kann. Das heißt, man braucht dann unsere Bibliothek, die paar Zeilen und schon kann man die eigenen Sensoren in VFox einbinden. Ist gerade noch in Arbeit, wird in ein, zwei Monaten fertig sein. Also man kann eine frühe Version schon testen, aber ein paar Features fehlen noch. Da meine Zeit vorbei ist, überspringen wir das Ding kurz. Informationen gibt es auf vfox.org. Da gibt es vor allem auch ein paar Videos, wo wirklich dann Beispielexperimente vorgeführt werden. Das ist jetzt wieder die niedrige Schwelle. Das ist so, wo wir einfach ein paar Vorschläge machen, wie man es im Unterricht einsetzen kann. Und abgesehen davon, brauche ich glaube ich nichts zu erzählen, wurde eben erwähnt, wir sind inzwischen in 15 Sprachen übersetzt. Spanisch ist so gut wie fertig. Das wäre die 15. Sprache. Damit haben wir fast die ganze Welt abgedeckt in irgendeiner Form. Wir haben Botschafter in, ich glaube, inzwischen über 30 Ländern. Über 30 Botschafter haben wir in, weiß nicht wie vielen Ländern, die uns quasi da repräsentieren. Und wir hatten jetzt vor kurzem tatsächlich die millionste Installation, was uns auch entsprechend ein bisschen stolz macht. Und ich hoffe, dieser kurze Überblick hat wirklich Ihnen jetzt, ich glaube, das war jetzt viel auf einmal, ne, aber Sie motiviert, vielleicht mal auf unserer Website vorbeizugucken, zu schauen, was man machen kann. Nicht jeder muss direkt die Bluetooth-Schnittstelle oder die Netzwerkschnittstelle nutzen. Es fängt halt wirklich bei einfachen Experimenten an, wie dieser Large-Schleuder oder mit der akustischen Stoppuhr kann man sehr leicht die Schallgeschwindigkeit messen. Und das finden Sie alles bei uns.